Die Sternstraße wurde zerstört, als dieses gewaltige Schwert sie durchstoßen hat. Solange sie nicht repariert ist, werden keine Wünsche mehr in Erfüllung gehen. Lasst uns also rasch die verlorenen Sternstücke finden. Alles klar, Gino, unser neuer dritter Partner hier in diesem Abenteuer von Mario RPG. Bist du unser zweiter Partner, mit ihm zusammen sind wir halt zu dritt. So, ich habe nachgeschaut, wir sollten eigentlich bisher alles haben, denke ich mal, müsste so sein, ja. Und deshalb gehen wir nun weiter. Wir können, bevor wir jetzt weitermachen zum Mauldorf, können wir nochmal kurz so in den Röhrentunnel gehen, weil das scheint ein optionaler Ort zu sein. Ich will mich mal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja hier was Schönes. Hä? Das ist ein zweiter Ausgang, oder was? Ja, das ist ein zweiter Ausgang. Okay, man soll in die Röhre. Ah, alles klar. Nein! Mann, vorhin bin ich oben gespawnt. Dachte ich renne jetzt wieder nach unten rechts, aber dann... Okay, also jetzt nach oben. Genau. Okay, let's go. Wo lande ich? Was zum... Hier ist sehr viel Lava und sehr viele Hotheads. Ah! Heiß, heiß, heiß! Aber Mario stirbt hier nicht. Oh. Aber kämpfen müssen wir trotzdem gegen die Hotheads. Dann setzen wir mal unseren Sternenstock ein. Schock, nicht Stock. Aber vielleicht kommt auch ein Stock angeregnet. Wer weiß. Oh yeah. Richtig cool, was auch alle schießen. Laserstrahl, Feuerbälle und noch diese Stromschocks. Richtig, richtig cool. Okay. Der Panzer gehört dir. Haha. Danke. So, Merlo, sag uns mal. Was denken sich diese Hotheads hier eigentlich? Was denken die, wer die sind? Okay, die denken nicht. Das ist einfach nur Feuergeschwafel. Dann machen wir auch vor allem so viel Damage. Und die sterben immer noch nicht. Okay, das ist aber auch ein starker Gegner. Hab man gerade gesehen. Bam, bam. Oha, Mello macht 70 gegen den. Das ist viel mehr, als er sonst gegen Gegner macht. Wow. Mello, ich glaube, das war dein stärkster Angriff bisher, oder? Good job. Okay, wir wollen aber nicht gegen die kämpfen. Wenn es geht, aua. Ich mag aber die Musik hier. Ich mag jeden 1-2 Remix. Sind immer sehr kreativ. Oh. Der Goomba aber allerdings nicht. Das ist ein ganz normaler Goomba, der nach 2 Schlägen tot ist. Ich meine, kostenlose XP nehme ich mit. Warum nicht? Außerdem können wir Items bekommen, wenn wir Glück haben. Oh, ein Twomp. Und so ein Stand Paper Mario. Wo ist er? Ah! Nein! Ich schwöre, diesmal war das nicht extra. Okay, er ist auf der 4. Stufe. Aufpassen. Jetzt hoch, hoch, hoch. Ey! Ah, okay, ich verstehe. Bam, jetzt muss man schnell hoch, bevor der seinen Blödsinn macht. Und ihr macht mir auch hier ganz viel Blödsinn. Und das gefällt mir gar nicht. Habe ich den eigentlich schon untersucht? Ich mach's nochmal. Weil ich bin mir gerade nicht sicher. Dieses Sonnenlicht brustet einen durch. Ja, ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich wollte trotzdem mal nachchecken. Aua. Das hat weh, Mann. Ich muss aber sagen, alleine vom Design her finde ich Merlo und Gino richtig cool. Oh, hier ist eine Piranha-Pflanze. Gegen die haben wir auch noch nicht gekämpft. Oh, gleich 5. Na gut, wenn das so ist. Bam. Was haben wir denn? Feuerball ist bestimmt sehr effektiv. Was sind Pflanzen? Nein? Hau mal raus, Merlo. Was ist denn hier sehr effektiv? Was für lausige Zeiten. Da stand es gerade. Ich habe nur gerade leider übersprungen. Boah, was haben die so ein komisches Angriffsschema? Oh, jetzt sind wir eine Schurkescheuche. Alter. Nein. Okay, wir müssen. Was müssen wir machen? Aufpassen müssen wir auf jeden Fall. Okay, du kannst trotzdem dein Feuerball einsetzen, aber du kannst auch Sprung. Setz mal deinen Sprung ein. Blam. Der lebt immer noch. Okay, das Blitzgewitter wird sie bestimmt alle vernichten. Das macht so wenig Damage, ey.
Und jetzt ist Gino auch noch eine. Oh ne. Der schläft nur. Aber Mario ist tot. Gut Job. Warum wollte ich nochmal gegen die kämpfen? Oh nein. Oh. Ja. Nein. So, einer weniger. Macht zumindest schon mal ein bisschen besser. Also, würde ich gerne sagen wollen. Da ist Mario und Gino gerade tot. Oder zumindest K.O. geschlagen. Versuch nochmal das Blitzgewitter. Das ist das einzige Gute, was Mario jetzt gegen die hat, ne? Ah, ich weiß nicht. Ah. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Nee, ich glaube, ich heile mal kurz. Ich bin heilig. Gino, oder? Ich will nicht Game Over gehen, du. Muntermacher. Oder ich fliehe einfach. Ja! Es hat funktioniert. Ich hab's riskiert. Ich habe es riskiert. Warte, da könnte man aber rein können, oder? Oh, okay, warte. Ich heile mich kurz nochmal. Oh, Blumenbox. Machen wir. Bling. 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 Jetzt kurz warten, bis der weg ist. Ist er weg? Man kann da sowieso nicht rein. Wow. Einfach nur. Wow. Danke, Spiel. Danke. Vielen lieben Dank. Weiß ich, hättet ihr auch so Probleme in diesem Gebiet? Also. Ja, und da ist schon wieder der nächste tot. Oh Mann. Komm, weg hier. Oh nein, was. Das ist ein Labyrinth? Oh, bitte nicht. Warte, hier kommt keiner raus. Wow! Geheimnis in der Nähe. Oh! Hier oben? Oder wo? Oh, ja, hier. Aber es war nicht der einzige. Hier muss es noch einen geben. Auf der unteren Reihe? Ne, hier kann ja gar nicht sein. Huh? Wo soll ich denn da hin? Hm? Warte mal, was? Von hier aus geht's auch nicht. Hä? Wie ist noch was? Okay, sehr seltsam. Wo bin ich jetzt? Oh, oh nein. Da, wo die Piranha-Pflanzen sind, kann man trotzdem noch durchgehen. Oh nein. Das ist verdammt schlecht, ne? Weil ich komme nicht gut gegen die klar. Oh nein. Komm, lass mich gehen. Bitte. Bitte lass mich gehen. Ich will nicht mehr. Bitte rennt einfach weg. Oh Gott. Leute, ich weiß nicht, warum mir immer sowas passiert, aber. Gefallen tut's mir natürlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist keine drin. Hi, Gumbas. Soll ich mich heilen? Ja, definitiv. Oh, das ist eine besondere Röhre dort. Ich versuch's. Nein, geht nicht. Okay, egal. Lass es einfach. Mancha jetzt auch noch. Ach komm. Eine sehr starke Piranha-Pflanze, aber sie ist alleine. Von daher habe ich keine Angst vor sie. War so wenig Damage? Really? Kann doch nicht sein! Bam! So, und jetzt den Sternenschock! Ja, komm, mach! Machen wir ihn! Bam! Der lebt immer noch! Oh, wie viel Damage er macht, Alter! Das darf ich nicht durchgehen lassen! Komm, Mario! Jetzt knall ihn weg! Danke. Einen Froschgroschen. Dankeschön. Wir sind fast tot. Kann ich auch rüberspringen? Muss ich ja. Ja. Danke. Kann ich gebrauchen? Oh, der klaut Geld. Gegen den kann man nicht kämpfen. Okay. Boah.
Wie fies. Nein. Ich verliere hier mehr Münzen, als die ich verdiene. Ach komm, Spiel. Ist aber lächerlich. Geheimschatz in der Nähe. Ich möchte den Schatz haben. Oh, die Musik ist cool. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Erstmal muss ich herausfinden, wo der Schatz ist. Nein! Ah, noch nicht spoilern, Ah, Spoiler! Noch nicht, wir machen es gleich, okay? Ich will erstmal den Geheimschatz finden. Außerdem haben wir die Höhle noch nicht abgeschlossen. Machen wir aber gleich. Ah, wir speichern? Nee, noch nicht. Aber wir speichern. Nee. Ich weiß nicht. Wollen wir speichern, Leute? Weiß nicht. Ah. Nee. Ja, okay. Wartet. Die Pose von Mario. Da macht immer irgendwelche so enttäuschte oder ärgerliche Posen, wenn man die ganze Zeit auf Nein nicht speichern geht und dann doch speichert am Ende. Okay, wir werden auf jeden Fall nochmal zurückkehren zu der Höhle. Ich weiß nicht genau, wann ich es mache. Ja, jetzt möchte ich erstmal die Insel hier erkunden, die wir freigeschaltet haben. Hä, aber jetzt mal ohne Witz. Wo ist denn hier bitte der Geheimschatz? Ich war doch jetzt überall schon. War ich dahinter? Da kann man gar nicht lang. Hä? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ja, muss ich es dann im Nachhinein holen. Aber willkommen zu Yoshi's Island. Goal. Was da schöne Eier, Yoshi. Blatt. Nee. Oh. Briefkasten. Lass mal sehen. Oh, hier steht ein Brief drin. Möchte ihn lesen? Und wie? Flitterwochen Reservierung für 2 Personen. Reisegesellschaft Fliegerpilz. Okay. Oh, das ist ja nett hier. Mario! Das ist nämlich auf Deutsch eingeschaut ist. Hier findet der Yoshi Supercup statt. Wo du schon mal hier uns bist. Eigentlich können wir deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Bitte sprich doch mal mit meinen Freunden hier. Die werden dir alles. Bitte, du verstehst doch gar nicht. Na sowas, dann los, spring auf. Ich dolmetsche für dich. Oh, wie süß. Hä? Nicht mehr? Muss doch wieder reiten? Und ob. Dann reite! Auf den Sattel! Süß. Wer bist du denn, Alter? Was glaubst du so? Falls du gegen mich eintreten willst, das kostet dich ein paar Kekse. Okay. Machen die Wettrennen, oder was? Es wäre richtig schön, wenn wir mal Wettrennen vor der Mannschaft veranstalten könnten. Bitte? Alles klar mit dir? Hör mal, laufen könnte ich den ganzen Tag. Ich liebe Wettrennen. Ach ja, weißt du, was ich neulich gesehen habe? Ein Stern, der von mir gefallen ist. Das war irgendwo über Mauldorf. Okay, ein Stern ist da auf jeden Fall. Manchi ist der schnellste auf der ganzen Insel, aber er ist ja so eingebildet. Den müssen wir in den Handwerk legen. Manchi, es regt nur ein Duell an. Ich habe auf einem großen Gruppenrennen das voll Fehlanzeige. Grüß dich, Yoshi. Na, glaubst du, du hast heute eine Chance gegen den dicken Boschi? Klar doch. Hier, nimm mal die Kekse, fängt euch die Pfötchen. Ja, danke, so wie heute für mich gefiebert wird, habe ich vielleicht noch eine Chance. Yoshi hat Kekse erhalten. Yay. Habe ich mit dir gesehen? Es wäre viel schöner, wenn wir mal Wettrennen mit voller Meisterfallschaft könnten. Hui. Okay, wir haben ein paar Kekse. Hey, ich habe ein paar. Jojo, hast Kekse dabei? Dann kann der Sport losgehen. Glück für dich aber auch, was? Zeit für ein Rennduell. Einer gegen einen, klaro. Okay. Oh, du sorry, wie das Rennen jetzt geht. Hallo, mal wieder. Der große Yoshi Supercup steht an. Kann mir einer so gefällig? Oh ja. Drück einfach A und B und zwar schön im Rhythmus. Je feiner dein Taktgefühl, desto schneller bist du. Drücke während des Rennens Y und einen Kekse verschmeißen. Der gibt dir einen Tempo-Kick. Nochmal die Anleitung? Ja, das wäre lieb. Okay. A und B. A, B, A, B, A, B, A, B. Und dann Y, falls man einen Boost haben will. Danke, bin bedient. Drück einfach mal abwechselnd A und B. Los, wir üben das mal ein wenig. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So, jetzt klappt das aber noch nicht. Willst du nochmal üben? Na, ich will rennen. Na, okay, dann geh. Boschi lässt alle stehen.
Ist das weird? Geh für Keksfoton! Yo! Haha! Mit dem Keks geschafft! Ich hab gecheatet! Wow! Ich bin böse! Das gegen Boschi gewonnen! Aber jetzt ist hier der Meister! Boah! Hast wohl Feuerblumen in den Stiefeln, was? Naja, keiner ist ewig Obermacker. Glückwunsch und Tipp für die Zukunft. Such dir immer die langsamsten Gegner. Wieso? Na, je gemächlicher das Tempo, desto mehr Kekse kannst du dir für nach dem Rennen aufheben. Obermacker? Ist doch total egal! Hauptsache, wir können tolle Rennen laufen. Mehr brauchen wir hier nicht. Ich liebe übrigens das Design von Yoshi hier. Ich finde das super, dieses alte Design. Los, Yoshi, komm! Zeig, was du kannst! Na gut, aber diesmal gebe ich richtig Gas. Hier, der Kekspreis für den Sieger. Dank. Mario, dann habe ich den großen Inselchamber nicht besiegen können. Und endlich werden wir auch große Köpfe drin stattfinden. Hier, es fällt undenken an mich. Yoshi-Keks erhalten. Wenn man kämpfen meine Apache stecken solltest, dann ruf mich damit zu dir. Eine Special Attack. Und zwar Yoshi. Wow. Wir reiten mal wieder auf Yoshi. Auf den Sattel mit dir. Genau so. Willst du noch was von mir? Noch ein Wettrennen. Na, die Wettquote auf Yoshi liegt diesmal bei 1,5 zu 1, ne? Was? Wettquote auf was? Ich reite Yoshi oder ich steige ab und schaue Yoshi zu? Ich schaue Yoshi zu. Gut, wie viele Kekse wettest du? So 10 Stück sind möglich. Ich habe 3 Stück. Ich wette 2. Na, bist mit 2 Stück dabei, ja? Dann los, teilen wir mal zur Startlinie. Alles oder nichts. Ich fange alle Leute zu sehen. Juhu! Du schaffst es, Yoshi! A, B, A, B. Ist das richtig? Wollte ich mitmachen? Los, Yoshi! Du schaffst es! Oh, Boschi ist richtig schlecht. Ja! Das läuft sehr gut. Oh, es läuft gut. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, dass ich A und B im Rhythmus gedrückt habe, aber... Wir haben auf jeden Fall gewonnen! Das ist erster geworden! Hier, ein verdienter Preis! Ja, was? 3? Ich habe aber 2 gegeben. Kriegen wir nur 1 plus? Verstehe ich nicht so ganz. Aber okay, wir haben 3 Kekse bekommen. 3 zusätzlich, oder? Oder wie ist das? Warte mal. Items? Da, Yoshi-Kekse. 4 Stück. Ruft im Kampf einen Yoshi herbei. Ah, cool. Echt cool, Yoshi. Wow. Ah, in den Sattel mit dir. Yoshi. Sonst kann man hier noch nichts machen. Ich glaube, wir müssen hier später nochmal zurückkehren. Jetzt was von mir. Hat sich erledigt. Wetter ist klasse, oder? Geht so. Ciao, Yoshi. Ich reise erstmal weiter. Ist das okay? Kleiner Dino. Dino-No. Hä? Oh. Ganz weit weg von allem. Aber in den Röhrentunneln sind wir noch nicht fertig. Ich würde da tatsächlich gerne nochmal zurückgehen, weil. Es da noch ein bisschen was gab, was wir machen könnten. Und ich will gucken, ob ich das auf die Stelle hinkriege. Bam. Bam. Die sind easy weg. Kann man eigentlich auch wegrennen von, aber egal. Ich kühle sie halt mal eben, wenn ich schon die Zeit dafür habe. Muss ich die besiegen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht genau, wo ich hier was verpasst habe, genau. Boah, vielleicht muss ich die ja wirklich besiegen einfach. Hier sitzt nur eine. Eine ganz normale. Ich besiege die jetzt mal. So, das geht ja noch. Das ging ja noch. Vielleicht jetzt hier rein dafür? Nee. Hm? Echt seltsam, wie das hier funktioniert. Okay, genau, hier waren die Mancha. Oh nee, keine Lust auf so einen starken. So einen starken Piranha. Ich hab jetzt keine Lust. Auf euch habe ich auch keine Lust. Auf euch habe ich auch keine Lust. Gut, dass wir fliegen können. So, ich gehe jetzt einmal nochmal hier kurz durch mit euch. Und ansonsten muss ich offscreen eben nachschauen, wo und wie und was mir fehlt. Aua, 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 Alter!
Nein, nein! Oh Gott, Alter, wie viele Münzen habe ich denn da jetzt bitte weggegeben? Ach, hier ist der Ausgang, nein! Okay, verstehe. Stimmt, hier ist ja auch noch irgendwo ein Geheimschatz. Aber wo? Das muss doch... Das kann nicht sein, ich war hier literally schon überall. Schau ich gleich mal. Ich will mich erstmal hier genauer umschauen. Weil hier stimmt halt irgendwas nicht. Ah, komm schon. Wir waren auch vorhin in diesem anderen Bereich. Wo war denn der? Ah, nein, auf gar keinen Fall. Gegen so viele kämpfe ich nicht. Gar keinen Fall. Das lohnt sich nicht. Der Kampf ist mir im Moment noch zu schwierig. Ach. Blöden Gumbas und anderen Viecher, die hier ihren Ärger machen wollen. Weg! So. Wann? Das war, glaube ich, hier, ne? Irgendwo hier. Ich glaube, hier war's. Ja. Okay, hier kommen wir hier hin. Hier gab es eine unsichtbare Plattform. Hier gab es ein unsichtbares Ding. Aber mehr ist ja auch nicht. Ich glaube, man muss von woanders aus hier reinkommen, oder? Hä? Aber ich springe doch ständig hin und her. Wie kann das sein, dass sie auf einmal spawnt? Außerdem. How? Wie kommst du da ran? Spiel, wie wollen wir da rankommen? Hä? Okay, warte. Ich will mal ganz kurz nochmal schauen. Ob ich in irgendeine andere Röhre reinkommen kann. Ja, hier kann ich rein. Hä? Was bist du denn? Hey Chef, ja, du mit dem Schnauz. Du musst auf einmal Gumba stampfen, kostet nur 10 Münzen. München. Okay, was muss man machen? Ah, du weißt, wie das hier läuft? Nö. Ja, für jeden Gumba erhältst du einen Punkt. Bei jedem Dorni verlierst du einen Punkt. Für jeden goldenen Gumba erhältst du 3 Punkte. Schaffst du 20 Punkte oder mehr, dann kannst du einen Preis gewinnen. Soll ich dir nochmal erklären, wie es funktioniert? Nee, klappt schon. Ah, du stellst dich am besten in die Mitte. So, und jetzt spring auf so viele Gumbas, wie du kannst. Fertig, los. Ah! Nein, also die Goldenen gehen so schnell weg. Das ist aber echt interessant, wie das hier gemacht wurde. Nein! Nein! Boah, ist das schwer. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Nein! Nein! Oh Gott! Stell mich schrecklich an. Oh der Gott! Ah! Nein! Oh Gott! Alter! Junge, das ist. Ey! Ja, 16 von 20. Ich hab nicht gesagt, dass es einfach wird, ne? Viel Glück! Naja, nochmal? Ja! Ah, du weißt, wie es läuft? Ja, jetzt mach schon! Okay, mach! Und los geht's! Yes! Direkt mal einen goldenen schon mal. Oh, den zweiten goldenen. Oh, jetzt läuft es viel besser. Auch nicht gut. Gebe ich zu. Aber besser. Alter, man verspringt auch überall woanders hin. Springt immer daneben. Oh, die Zeit rennt weg. Nein, der wäre richtig. Oh nein, das wäre wichtig gewesen. Ich habe 20, ich habe 20. Ich habe es geschafft. Solange ich jetzt keinen Stachy mehr berühre, kein Dorni, meine ich. Okay, 24 von 20. Na, das ist ja nicht mal Treffsicherheit. Hier, das hast du ja wahrlich verdient. Beim nächsten Mal kannst du einen Preis erhalten, wenn du 20 Punkte erzielst. Blumenkapsel. Mehr BP. Nochmal. Yay, nochmal. Okay, bei 22 kriege ich was. Okay. Aber das Minigame finde ich cool. Nein. Aber die Steuerung ist ja echt verdammt schwierig hier. Muss ich ehrlich sagen. Ihr seht es ja auch, oder? Ich mache so Faxen die ganze Zeit. Schade. Beim Goldenen musst du sofort wissen, dass er da ist. Ja, genau so. Direkt schon seine Richtung springen und alles. Oh! Hab's! Ein paar Sekunden habe ich jetzt noch übrig.
versuche mich nochmal ein bisschen zu verbessern, ein bisschen zu üben. Oh, 27 von 20. 22, meine ich. Ja, gut gemacht. Hier, 24 von 60 noch was. Groschen, Groschen. Soll ich das nochmal machen? Ich mach's mal offscreen nochmal. Okay, geschafft. 30 von 24. Ah, nee, ich glaube, man kriegt nur noch Münzen. Nur noch diese Froschengroschen. Okay. Trotzdem ein nettes Minigame. Ich muss nochmal abchecken, in welche Röhre man rein kann. Obwohl. Ich glaube, ich habe jetzt alles, ne? Ich weiß halt wirklich nur nicht, wie ich da rankomme. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Aber gut, ansonsten. Sind wir dann hier erstmal durch mit der Höhle. Leider auch schon gleich mit dem Part. Deshalb, was könnten wir jetzt noch machen? Naja, ich schätze, was ich jetzt noch machen könnte, wäre immer noch hier ein bisschen rumspringen, bis ich hier die unsichtbare Kiste finde. Also, am Ende des Levels. Hä? Schau mal, kann man doch hinter dem Safe-Block rüberspringen. Ich dachte, das würde nicht gehen. Man muss es nur sehr präzise machen. Hm. Na gut. Das war es dann aber auch erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid dabei beim nächsten Mal. Übrigens, Boshi hat keine Schuhe an. Man sieht jetzt, wie Yoshi ohne Schuhe aussehen würde. Man sieht seine Füße. Oh mein Gott. Und die Welt ist schockiert. Beim nächsten Mal geht dann die Story so wirklich weiter.